Hi, willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um die Hohlraumversiegelung vom Rahmen. Ja, grundsätzlich bei der Hohlraumversiegelung muss man sich natürlich für ein Produkt oder mehrere Produkte entscheiden. Ich persönlich habe mich jetzt für die Produkte von Mike Sanders entschieden. Das heißt, das Mike Sanders Korrosionsschutzfett werde ich in den Rahmen einspritzen. Der Vorteil bei dem Mike Sanders Korrosionsschutzfett ist, dass man einen recht langanhaltenden Schutz hat im Vergleich zu anderen Produkten. Der Nachteil bei Mike Sanders ist aber, dass man den nur mit einer Druckbecherpistole heiß einspritzen kann. Das heißt, man muss auf jeden Fall einen Kompressor haben und eine Druckbecherpistole, die ist immer deutlich teurer als kleinere Saugbecherpistolen. Die funktionieren in der Regel nicht mit Mike Sanders. Zu den Nachteilen von Mike Sanders gehört aber auch, dass es nicht so kriechfähig ist wie zum Beispiel Fluidfilm. Also wir benötigen auf jeden Fall unser Produkt der Wahl. In meinem Fall eine Druckbecherpistole ist zwingend Voraussetzung, um Mike Sanders richtig zu verarbeiten. Da das erhitzt werden muss, bevor das verspritzt werden kann, haben wir hier eine kleine Herdplatte, wo wir mit dem Topf das Fett erhitzen. Dann braucht man natürlich auch noch Abdeck- und Abklebmaterial, um das Fahrzeug zu schützen, dass alle Teile, wo kein Fett hingelangen soll, richtig abgedeckt werden, dass wir da nicht die Riesensauerei haben und das hinterher versuchen wieder abzukratzen. Dann brauchen wir natürlich noch einen Kompressor, irgendwo muss die Luft ja herkommen. Und bei der Pistole dabei sind so verschiedene Hohlraumsonden, mit denen man dann das Fett dementsprechend in den Rahmen einspritzen kann. In diese spezielle Druckbecherpistole passen die sogenannten Normdosen. Die Normdosen sind diese einfachen Weißblechdosen. Die ist auch schon fertig befüllt mit verschiedenen Unterbodenschutz und sonstigen Korrosionsschutzprodukten gibt. Der Vorteil ist hierbei, dass man dann nicht immer seinen Behälter mit der Sauerei befüllt, sondern dass ich alles in der Weißblechdose einfüllen kann und die dann hinterher einfach rausnehmen kann und hier nicht großartig was putzen muss. Bei der Druckbecherpistole ist eben der Unterschied zwischen den normalen Saugbecherpistolen, wie der Name schon sagt, dass der Behälter komplett unter Druck steht. Bei den normalen Saugbecherpistolen wird nur durch den Luftstrom das automatisch rausgesaugt und hierbei steht der Behälter unter Druck und es wird hineingedrückt. Hier sehen wir jetzt mal, was für eine Konsistenz das Mike Sanders hat. Das heißt, ohne dass man es aufschmilzt, kann man das nicht wirklich verarbeiten. Vielleicht mit einem Spachtel irgendwo draufschmieren oder mit einem Pinsel. Aber man muss das erst erhitzen, dass es flüssig wird, sodass man das versprühen kann oder auch richtig verstreichen. Weil von der Konsistenz her ist die normale Mischung schon ziemlich zäh, wie so ein altes, ranziges Fett. Dann beginnen wir jetzt mal mit dem Abkleben des Fahrzeugs.
immer bevor man hier die Pistole neu befüllt und die Dose rausholen will, muss man hier oben nach dem Abstöpseln den Druck hier ablassen. Dafür drückt man hier auf dieses Messingding, das ist dann auch lose und erst dann kann man das aufschrauben. So ein bisschen aufpassen, in die Dose da im Boden ist eine Feder. Und dann kann man hier die Dose rausnehmen und neu befüllen. Also ein Eimer Mike Sanders haben wir jetzt schon leer gemacht. Wir haben jetzt gerade nochmal durchgeschaut. Ein paar Stellen haben wir noch vergessen, wo ich einfach nicht richtig geschaut habe, wo ich hin muss. Deshalb werden wir von dem neuen Eimer auch nochmal ein bisschen was ansetzen und dann einspritzen in die Stellen, wo ich noch was vergessen habe. Aber ansonsten reicht eigentlich so ein 4-Kilo-Eimer fast dafür aus, einmal den ganzen Rahmen von innen einmal mit Mike Sanders einzusprühen. Wenn man natürlich jetzt auch außen oder das auch noch woanders drauf pinseln möchte, auch noch was braucht, dann sollte man sich auf jeden Fall noch einen zweiten für sein Fahrzeug holen. Gut, wir haben es jetzt ein paar Tage später. Die Hohlraumversiegelung haben wir vor ein paar Tagen hereingespritzt. Und jetzt geht es heute mal noch daran, das Ganze noch ein bisschen sauber zu machen. Das heißt, überall, wo die Fettnasen sind, die ein bisschen verreiben oder wegwischen. Und vor allem auch unten im Rahmen die Löcher mit einem Stück Draht ein bisschen freibrockeln, sodass das Wasser, was dann eventuell mal in den Rahmen reinkommt, auch wieder abfließen kann. Natürlich nicht komplett wegwischen, wenn da so ein leichter Fettfilm noch drauf ist. Das ist natürlich okay. Hier habe ich jetzt noch so einen Drahtpin. Das ist eigentlich vom Wickschweißen ein Schweißdraht. Aber mit dem kann man jetzt eigentlich ganz gut in den Löchern die Fettreste ein bisschen rausmachen. Es kann natürlich gut sein, dass dann, wenn der Wagen mal richtig in der Sonne steht und wieder richtig warm wird, dass dann auch noch mal ein bisschen was austritt. Das heißt, dann muss man vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen nacharbeiten, unten die Löcher wieder freibrockeln und dann sollte das Ganze auch passen. Hier mal ein Blick in den behandelten Rahmen. Also, wie ist jetzt meine Erfahrung mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett? Am Anfang hatte ich da ja ein bisschen Bedenken, dass es so alles richtig klappt mit dem Erhitzen und der Druckbecherpistole und der Sauerei und so. Aber insgesamt kann ich da echt sagen, dass das alles gut funktioniert hat. Wenn man das Mike Sanders wirklich auf die angegebene 120 Grad bringt und dann in die Druckbecherpistole einfüllt, dann hat man da eigentlich bei der Verarbeitung gar keine Probleme. Ich habe da bestimmt 15 Minuten oder so gut sprühen können, ohne dass da irgendwas klumpt. Wir hatten es so um die 20 Grad und ich habe die Pistole vorher nicht erhitzt, sondern die lag hier draußen auch ein bisschen in der Sonne. Das heißt, von der Anwendung her sehe ich da eigentlich überhaupt kein Problem. Klar, es macht ein bisschen eine Sauerei. Ich habe jetzt nur innerhalb vom Rahmen gesprüht und da ist eigentlich relativ wenig Nebel rausgekommen. Lediglich unten im Rahmen, wo ein bisschen zu viel Fett reingespritzt wurde, ist dann unten durch die Löcher rausgelaufen. Die Pistole habe ich jetzt im Nachhinein auch gar nicht richtig sauber gemacht, sondern habe die nur mit, als die Dose leer war, ein bisschen ausgesprüht, sodass halt die Düse halbwegs frei ist und der Rest erwärmt sich dann eigentlich, wenn man dann neues Fett einfüllt. Erwärmt sich das Ganze wieder recht schnell und dann kann man die einfach benutzen.
Insofern man natürlich keine anderen Produkte hiermit verwendet. Wenn ich jetzt neben Mike Sanders auch noch Unterbodenschutz oder so versprühen möchte, dann sollte ich natürlich die Pistole immer komplett zerlegen und sauber machen. In meinem Fall ist die jetzt aber eigentlich nur für Mike Sanders gedacht. Also ich kann eigentlich nur nahelegen, die auch vorhaben, mit Mike Sanders zu arbeiten, aber dann noch ein bisschen Bedenken haben mit der Verarbeitung. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Mike Sanders auf die richtige Temperatur bringen und eine Druckbecherpistole, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem mit der Verarbeitung. Ja, falls du auch schon Erfahrung mit Mike Sanders oder ähnlichen Korrosionsschutzprodukten gemacht hast, schreib dir doch gerne unten in die Kommentare. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls das der Fall ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.